ich würde sagen, dann starten wir. Es ist 20:02 Uhr. Das ist unsere Standard Startzeit. Heute in relativ kleiner Runde darf ich euch aber umso herzlicher begrüßen. Laurent, L aus L und Rudi. Ich nehme an, ein neuer Gast. Ich habe Rudi ja noch nie jetzt aufgefallen, aber ja, umso feiner. Und ich fände es irgendwie cool, wenn Rudi ein bisschen was erzählen könnte, auch über sich, zumindest im Chat oder dann, ja, auf jeden Fall dann neugierig auf Fragen. Ja, und ganz besonders möchte ich begrüßen Wolfgang. Wir kennen uns schon ein paar Jahre und ich kann auch gleich dazu sagen, wir arbeiten auch in einem, ja, Crowdfunding-Entwicklungsprojekt aktuell zusammen. Aber dazu kommen wir dann später. Jetzt stelle ich erst mal kurz vor. Also ich bin Wolfgang Gumpelmeier. Die meisten kennen mich wahrscheinlich hier. Also Laurent kennt mich auch schon, weil ich aus Oberösterreich bin und wir uns da auch schon ein paar Mal getroffen haben. Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit dem Thema Crowdfunding. Als Berater, als Begleiter habe auch selber einige Projekte schon durchgeführt und mit umgesetzt. Habe das eigentlich jetzt schon fast vor 6, 7 Jahren begonnen oder vor über 7 Jahren damit begonnen, mich damit zu beschäftigen, als so die ersten Crowdfunding-Plattformen im internationalen Umfeld auftauchten. Habe ursprünglich Kommunikationswissenschaft studiert in Wien und ja, nähere mich dem Thema eben von der Kommunikationsseite an. Daneben bin ich noch ein bisschen Blogger und Autor und mache Konzepte und habe grundsätzlich immer mit digitaler Kommunikation zu tun. Das steht da alles da drauf. Die Ja. Folien wird es dann später auch nochmal geben. Das ist aber Genau. wirklich eine lange Liste, die du da. Ja. Na, schön. Genau, und ich werde heute was zum Thema Crowdfunding im Speziellen, also im Allgemeinen erzählen und dann im Speziellen ein bisschen über Projekte berichten, die Crowdfunding genutzt haben und initiiert und von Familien, von Eltern, für Kinder, für Eltern. Und da geht es diverse Themen noch und ich bin für Fragen natürlich immer offen. Super. Ja, also ich glaube, wir werden ein bisschen Einführung bekommen und dann uns Beispiele anschauen. Du kannst ja einfach mal starten. Okay. Crowdfunding oder ähnliche Formen von Crowdfunding oder Vorformen von Crowdfunding natürlich schon länger gibt, immer wieder tauchen Finanzierungsmöglichkeiten mit Hilfe von mehreren Mengen Menschen oder Massen sozusagen von Menschen auch in der Vergangenheit auf. Aber so wirklich begonnen hat es ungefähr 2003, und zwar mit der ersten Crowdfunding-Plattform, mit einer Online-Plattform, nämlich Artist Share in Amerika. Und es ist vor allem jetzt im Gegensatz zu früher, wo natürlich auch Stuhlpatenschaften und in der Kirche gab es schon so ähnliche Finanzierungsformen und so weiter. Das gab es natürlich schon lang, das gibt es schon länger, aber mit dem Internet beziehungsweise mit speziellen Plattformen, Online-Plattformen dann und dann vor allem mit sozialen Medien kam so ein neues System auf und 2006 hat das dann auch einen Namen bekommen, nämlich Crowdfunding. Ursprünglich abgeleitet von dem Begriff Crowdsourcing, was das bedeutet, das erzähle ich gleich nochmal. Und 2008, 2009 war so ein bisschen nicht die Geburtsstunde, aber da ist es dann ein bisschen losgegangen, dass sich Crowdfunding vermehrt im Internet verbreitet hat. Einzelne Projekte, aber auch die Plattformen, vor allem eben Kickstarter und Indiegogo, die aus Amerika sozusagen ihren Siegeszug angetreten haben und mittlerweile zu den größten und wahrscheinlich auch bekanntesten Plattformen weltweit gehören. Und 2010 hat es so in Österreich und Deutschland auch ein bisschen begonnen mit Startnext aus Dresden und Respektnet aus Wien. Und 2011 kam dann noch eine neue Facette dazu, nämlich mit Crowdinvesting. So die Unterschiede erkläre ich dann auch gleich noch.
zwischen einem traditionellen Crowdfunding und Crowdinvesting. Und warum hier meine Timeline bei 2011 aufhört, hat einen einfachen Grund, weil ab 2012 ist sozusagen die Zahl der Crowdfunding-Plattformen ein bisschen explodiert und mittlerweile gibt es über 1300 Plattformen weltweit. Insofern hat es da. Ja, David? Ich höre dich nicht. Oh, mein Mikro war aus. Weißt du, wie viele es in Österreich gibt? Ja, in Österreich sind es jetzt mittlerweile auch so um die 20. Es gibt dann noch eine Folie, wo die meisten Logos drauf sind. Manche verschwinden wieder, manche kommen gerade neu. Also da tut sich einiges. Ja. Manche fusionieren oder machen Metaplattformen, aber da komme ich dann noch auch dazu. Ja. Eben ursprünglich ist Crowdfunding abgeleitet von dem Begriff Crowdsourcing. Und man kennt vielleicht oder ihr kennt vielleicht den Begriff Outsourcing, also man lagert Tätigkeiten oder Know-how aus der Firma sozusagen, meistens traditionell aus der Firma, an andere Unternehmen, Drittanbieter, Experten, externe Experten, die dann diese Tätigkeiten ausführen und dann bekommt man das wieder zurück sozusagen in die Firma. Beim Crowdsourcing ist das sehr ähnlich, nur dass es halt einerseits mal über das Internet funktioniert, über diverse Crowdsourcing-Plattformen und natürlich diese Crowd theoretisch auch ein bisschen anonymer sein kann. Also ich muss nicht unbedingt wissen, wer das Gegenüber ist, das mir jetzt ein Logo gestaltet oder einen Text übersetzt. Und Crowdfunding ist sozusagen ein Unterbegriff oder eine Unterart von Crowdsourcing, wo eben noch diese Ebene der Finanzierung dazu kommt. Das heißt, es geht nicht nur um Feedback, um Know-how, um Tätigkeiten, sondern es wird wirklich auch Geld gegeben für ein Projekt. Also kurz gesagt, ist Crowdfunding einfach, wenn viele Menschen kleine Beträge geben und damit ein Projekt, eine Idee, eine Unternehmung möglich machen. Und da gibt es jetzt halt verschiedene unterschiedliche Formen. Crowdfunding im weitesten Sinn oder auch im engeren Sinn hat aber immer damit zu tun, dass ein Projekt möglich gemacht wird mit der Hilfe vieler. Das hat unterschiedliche Ausprägungsformen. Das kann so wie hier sein. Ein spendenbasiertes Crowdfunding-Projekt auf Respektnet zum Beispiel für Kinder, wo es um Ausdrucksspiel geht, auch von einem oberösterreichischen Projektinitiator. Hier die andere Richtung sozusagen, wo Produkte vorverkauft werden, auch ein österreichisches Projekt, Flying Tent, die über Crowdfunding, über die Plattform Kickstarter über 470.000 Euro eingesammelt haben und ihr Hängezelt sozusagen, Hängematte-Zelt vorverkauft haben oder eben auch klassisch traditionell, würde ich jetzt fast schon sagen, im Filmbereich, Dokumentarfilme, Spielfilme, Kurzfilme, all das wird über Crowdfunding auch schon seit längerem finanziert und nicht nur finanziert, sondern auch ein bisschen eben vertrieben und vermarktet. Oder auch das Projekt, das David vielleicht im Vorfeld auch da schon angesprochen hat, wo wir ein bisschen involviert waren. Wo es um Musikinstrumente ging, die finanziert worden sind für einen Kindergarten hier in Oberösterreich oder eben dann wirklich in größerem Stil, wo es um Unternehmungen und Investment geht, ja, wie hier bei Meine Spielzeugkiste, ein deutsches Projekt. Also das gibt es unterschiedliche Formen. Alles sieht immer sehr ähnlich aus. Also man hat schon gesehen, Video und Text ja, harte Fakten und Soft Facts sozusagen. Aber es gibt da Unterschiede zwischen den einzelnen Crowdfunding-Modellen und die möchte ich jetzt hier kurz nochmal ein bisschen erklären und vorstellen. Im Wesentlichen gibt es vier Arten von Crowdfunding, nämlich das Beteiligungsmodell, das auf der einen Seite und das Belohnungsmodell und das Spendenmodell auf der anderen Seite. Die oberen beiden hier auf der Grafik sozusagen, das Beteiligungsmodell und das Darlehensmodell, sind gewinnorientiert. Das heißt, das, was ich als Unterstützer, als Investor mir erwarte, hat irgendwann wieder mal was mit Geld zu tun. Das heißt, ein Financial Return, wie man so schön sagt. Ich erwarte mir also Zinsen oder wirklich eine Gewinnbeteiligung bei einem Unternehmen. Meistens sind das Startups oder junge Firmen, die hier Crowdfunding machen oder dieses Beteiligungsmodell oder Darlehensmodell wählen. Immer mehr werden es aber auch KMUs oder bestehende Unternehmen. Und landläufig sind diese beiden Modelle in Österreich und in Deutschland und vor allem auch nur hier, also in Amerika kaum, als Crowdinvesting bekannt. Auf der anderen Seite gibt es das Belohnungsmodell oder auch Prämienmodell, Gegenleistungsmodell, wie man auch immer dazu sagen will, oder das Spendenmodell. Und da
ist der Return, also das, was ich zurückbekomme als Unterstützer, ist ein Produkt oder eine Belohnung oder eben ein gutes Gefühl, eben wie bei einer Spende. Ja. Zu diesem Belohnungsmodell, da zählen Plattformen dazu wie Kickstarter oder Indiegogo oder Startnext, Remake It. Genau, das heißt, es gibt vier unterschiedliche Formen, auch unterschiedliche Motivationen, warum man so ein Projekt unterstützt, beziehungsweise auf der anderen Seite, warum man eine dieser vier Arten auswählt für sein Projekt. Wohin könnte dieses Patreon kommen gehören? Und kannst du vielleicht kurz erklären, was da das Besondere dran ist? Patreon kombiniert jetzt sozusagen, das ist eine neuere Plattform, also gibt es jetzt auch schon wieder, ich glaube, 2 Jahre, aber kombiniert sozusagen dieses Crowdfunding-Modell mit diesen Gegenleistungen, also das Belohnungsmodell mit einer laufenden Basis oder mit einem laufenden System, mit einem Abo-Subscription-Modell, wenn man so will. Das heißt, im Endeffekt geht es dann darum, dass Künstler oder Kreative oder Menschen, die irgendwas produzieren, Produzenten, sowas wie ein kreatives Grundeinkommen sich darüber finanzieren lassen könnten und auch machen. Und das ist mehr oder weniger eine Weiterentwicklung, eine neue Form. Da gibt es auch schon jetzt eine Plattform, die im Deutschsprachigen auch unterwegs ist, die DoNXT heißt, also DoNext, die das auch in Europa versucht oder vermehrt in Europa versucht. Und ja, also das ist jetzt sicher nicht, also Plattformen kommen und gehen, wie gesagt, und auch die Modelle werden Hybridformen immer noch weiter ausbauen. Aber kann man sagen, das ist irgendwie ein so wie ein Zeitungsabo, aber für Personen jetzt, die sich da abonnieren lassen können? Kann man, es ist vergleichbar, sagen wir mal so, ja. Also es gibt Musiker, Musikerinnen, die zum Beispiel sich da mehrere $100 oder so pro Monat ist das dann. Also der Einzelne gibt ein paar Dollar her, ja. Wenn ich da aber mehrere Unterstützer habe, Fans, dann kommen da schon ein paar $100 oder vielleicht sogar ein paar $1000 zusammen und ermöglichen dem Künstler sozusagen eine gewisse Freiheit, aber gleichzeitig natürlich auch eine gewisse Verpflichtung, da was abzuliefern, weil er das eben im Vorhinein versprochen hat. Aber es ist eben so eine Art, ich abonniere den Künstler. Ja? Und da kommt halt vielleicht nicht ein Album raus einmal im Jahr, sondern halt vielleicht jedes Monat ein Song. Ja? Und je nachdem, wie viel man da gibt, gibt es halt dann verschiedene auch wieder Staffelungen, was man zurückbekommt. Ja. Aber Amanda Palmer macht das zum Beispiel, die vor ein paar Jahren schon so auf Kickstarter sehr erfolgreich war mit dem klassischen Crowdfunding-Modell, macht das jetzt wenn man so will, als Pionierin auch auf Patreon. Ja. Ich meine, kann man sich natürlich auch irgendwie für Familienprojekte vorstellen? Das ist das eigentliche Thema, aber du hast jetzt kein Beispiel parat oder so. In dem Umfeld. Noch nicht. Ich meine, natürlich Produkte für sozusagen Kinder beispielsweise, das ist also Comiczeichner und Co. Da gibt es einige, die sozusagen über Patreon zu abonnieren sind. Wenn das jetzt im weitesten Sinn auch für Familien oder im Kinderbereich gilt, sag ich mal als Beispiel, da gibt es einiges, ja. Aber jetzt so spontan fällt mir nichts ein, das über die sich. Es ist auch noch sehr neu und ich glaube, da wird auch noch viel kommen in den nächsten Monaten auch schon. Zur Funktionsweise von Crowdfunding jetzt abseits von diesem Patreon-Modell, aber so ich nenne es jetzt traditionellen Plattformen, sehen alle sehr ähnlich aus. Ja? Also es gibt meistens links oben ein Video, da ist die Aufmerksamkeit oder der Punkt, wenn man auf eine Webseite kommt, ist da meistens am höchsten. Links oben, deswegen ist da das Video und dementsprechend wichtig ist es auch dieses Video. Darunter ist sozusagen das Gleiche, was im Video vorkommt, nochmal in Textform zu präsentieren. Und rechts oben gibt es dann auf jeder Plattform so die harten Fakten, also wie viel Geld will das jeweilige Projekt, wie viele Unterstützer sind schon dabei, wie lange läuft die Kampagne noch und darunter sozusagen die Soft Facts oder eben diese Dankeschöns, diese Prämien, diese Gegenleistungen. Das sieht sehr ähnlich aus, schemenhaft so wie auf dieser Folie eben. Und grundsätzlich ist es so, ich werde sehr häufig gefragt, oder die erste Frage, die mir häufig gestellt ist, ist, was ist die richtige Plattform für mein Projekt? Und das ist zwar eine wesentliche Frage, aber nicht unbedingt die wichtigste, sondern viel wichtiger ist es noch davor,
zu wissen, was ist eigentlich mein Projekt, ja, und wie kommuniziere ich dieses Projekt, ja, worum geht es genau und kann ich das in ein paar Sätzen eigentlich beschreiben? Komme ich, denn im Crowdfunding ist, oder im Internet generell, das hat jetzt mit dem Crowdfunding vielleicht per se noch nichts zu tun, aber im Internet ist die Aufmerksamkeitsschwelle halt sehr gering. Das heißt, ich muss relativ schnell zum Punkt kommen. Und wenn ich jetzt lang und breit erkläre, dass ich da was plane, wo ich mir da schon länger Gedanken darüber mache und das ist eigentlich sehr cool, aber ich weiß noch nicht wie und so. Also irgendwann seid ihr weg, ne? Und insofern muss das sehr, sehr griffig formuliert werden und auch auf den Punkt gebracht werden. Das heißt, im Vorhinein Konzepterstellung, wirklich auch Kommunikationskonzept, all das ist wichtig und parallel entscheidet man sich dann vielleicht für eine Plattform, die dazu passt, ja. Mich würde interessieren, ob die Anwesenden irgendwie eine Idee haben, für ein Projekt, das über Crowdfunding finanziert werden könnte. Ja, vielleicht könntet ihr mal eintippen, das eine oder andere Stichwort, nach Möglichkeit. Und ja, Wolfgang, du darfst einfach fortfahren. Währenddessen, dann kommentieren wir das. Ja, danke. Also, und wenn man dann die Plattform ausgewählt hat, dann geht es natürlich darum, möglichst viele Leute auf diese Plattform zu bringen. Wie gesagt, es gibt da ja schon sehr viele Plattformen. Ich zeige dann auch gleich eine Übersicht noch. Neben der Finanzierung hat aber Crowdfunding noch sehr viele zusätzliche positive Effekte, in den meisten Fällen positive Effekte. Oder wenn man so will, das können auch Gründe sein, warum man ein Crowdfunding-Projekt ja, startet sozusagen oder eine Kampagne startet und zwar, weil es sich um eine Kampagne handelt, vielleicht erkläre ich das auch noch kurz. In den meisten Fällen hat man ja eine gewisse Zeit zur Verfügung. Das heißt, man hat 30, 45, maximal 60, 90 Tage für so ein Projekt zur Verfügung und es ist wie eine Kampagne. Das heißt, man muss wirklich das ganze Engagement auf dieses Crowdfunding richten, wenn man so ein Projekt am Start hat. Und insofern, und das geben auch die Plattformen vor, also die Laufzeit zum Beispiel wird da vorgegeben und auch die Zielsumme, die man sich zwar selber stecken kann, aber die muss man auch erreichen, denn es gilt das Alles- oder Nichts-Prinzip in den meisten Fällen. Das heißt, man muss auch wirklich sehr enthusiastisch diesem Projekt nachgehen und uns schauen, dass so viele Leute wie möglich auf diese Projektseite kommen, auf welcher Plattform man dann auch immer ist. Und weil man das tut, ist natürlich die Aufmerksamkeit in dieser Zeit relativ hoch. Beziehungsweise sehen sehr viele Menschen mein Projekt, lernen es kennen, sehen es vielleicht zwei, drei, viermal in verschiedenen Kanälen, einmal in der Zeitung, einmal auf Facebook. Dann erzählt jemand davon und irgendwann kommt es sozusagen zu dem Punkt, wo eine Conversion, jetzt wenn man aus dem Marketing oder aus dem Online-Bereich spricht, wo eine Conversion stattfindet. Also sprich, man klickt auf den Link und kauft oder unterstützt dann bei diesem Crowdfunding etwas. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Gleichzeitig testen viele Unternehmen, aber auch Kreative und auch im Sozialbereich zum Teil Projekte ihre Ideen über Crowdfunding. Also es liefert sozusagen einen Proof of Concept, nennt man das. Also die Leute oder man nutzt es zur Marktforschung. Wenn das viele Leute gut finden, dann hat es eine Chance später auch. Ja? Dann entwickelt man das weiter oder sehr viele geben dann Prototypen online und gehen dann nach oder während des Crowdfundings oder über das Crowdfunding in eine Serien fertig. Ja. Und was ich noch sehr schön finde hier von den Punkten, die ich da aufgelistet habe, ist der Punkt Professionalisierung, weil man eben so oft im Crowdfunding das so auf einen Punkt bringen muss, muss man sich sehr damit beschäftigen, eben was sein Projekt ist oder was das Projekt ist. Und dazu gehört eben Projektmanagement, auch wie agiere ich von der Kamera, was ist, wenn eine Interviewanfrage kommt, was sage ich da, ja, und solche Dinge. Das überlegen sich sehr viele Menschen nicht, egal ob es Jungunternehmer sind oder eben Projekte aus Schulen oder von Eltern oder von Familien. Ja, das ist Ich meine, leider. das ist richtig, ist aber natürlich ein Problem auch dann für die Niederschwelligkeit oder Zugänglichkeit für Ja. diese Finanzierung, oder? Klar, also das wird natürlich auch jetzt immer professioneller, ja. Ich sage ja jetzt gar nicht, dass jedes Projekt das hochqualitative Video haben muss und ein perfekter Speaker oder Vortragender oder Projektinitiator da zu sehen sein muss oder was auch immer, oder dass die Texte perfekt sein müssen. Aber es muss immer zu dem Projekt passen natürlich. Ne? Und Also wenn es es jetzt muss klar herauskommen, was gewollt ist.
Theoretisch reicht's ja auch, reichen auch kurze Texte, kurze Videos, wenig Erklärung, wenn man sofort erfasst, worum es geht und es sofort gut findet. Ja? Aber in den meisten Fällen ist es halt, bedarf es halt ein bisschen Erklärung. Ja? Insofern muss man sich schon auch ein bisschen damit beschäftigen. Und ja, also ich will mich jetzt hier nicht zu lange auf diesen Gründen aufhalten. Und es ist natürlich ein Marketingkanal. Ja? Sehr häufig wird einfach darüber auch diese Idee gleich weiterverbreitet, denn ein schöner Satz aus einem englischen Crowdfunding-Buch: The crowd is your built-in Marketing-Team. Das heißt, innerhalb dieses Crowdfunding-Prozesses helfen die Menschen mit, nicht nur zu finanzieren, sondern eben auch diese Idee rauszutragen. Ja, sind jetzt ja auch schon die ersten Ideen da. Also Plejades will einen Kindergarten für Kristallkinder. Weiß ich nicht, was damit gemeint ist genau. Vielleicht kann man das noch ein bisschen erläutern. Der neuen Welt. Ist das Linz Neue Welt oder wo ist das? Ich weiß es nicht genau. Würde mich noch interessieren. Wahrscheinlich Und ob es Linz. irgendwie ein spezieller Kindergarten ist, oder? Neue Welt gibt es in Linz, oder Wolfgang? Ja. Aber wir können es ja kurz googeln oder kurz. Ja, auch was Kristallkinder sind, hat mich jetzt auch noch interessiert. Oder was das Besondere an dem Kindergarten sein kann, sein soll. Dann Erweiterung eines Spielplatzes in unserem Wohngebiet, meint Michaela. Und genau, Laurent empfiehlt hier Better Place. Ja, kann ich vielleicht Und kurz. offenbar gab es eine Spielplatzfinanzierung bei Kickstarter in Dreiskirchen. Weißt du Ja, ich da glaube, das darüber war, was? ob das nicht auf Respektnet war, also da kenne ich zumindest den Link dazu. Müsste ich aber jetzt kurz suchen. Respekt, was meint er auch hier? Ich komme aber da jetzt nicht hin irgendwie. Also Respektnet, genau. Ja, also Ki Kindergarten Erweiterungen oder Spielplatzerweiterungen, das ist durchaus auch eine, ich sage jetzt nicht gängige Crowdfunding-Projektidee, aber doch auch immer wieder zu sehen, vor allem auch auf sogenannten Regional-Crowdfunding oder Regional-Funding-Plattformen. In Österreich gibt es da noch nicht so viele, muss ich auch ganz ehrlich sagen. So in Deutschland ist das schon ein bisschen verbreiteter oder in anderen Ländern. In Deutschland gibt es da unter anderem von den Volksbanken eine Plattform, die heißt Viele schaffen mehr. Und da sind sehr häufig so Spielplatz Umgestaltungen, Erweiterungen und so weiter möglich. Ja? Also jetzt muss ich mal Indigo-Kinder googeln, glaube ich. Ich Weil. kenne den Begriff schon, ja. Okay, bezeichnen Anhänger in einer Gruppe, in der sich ganz. Aha, also Kinder, besondere psychische oder spirituelle Eigenschaften und Fähigkeiten zugeschrieben bekommen. Okay. Gelangt. Wieder was gelernt. Ja, kreuzbar. Ich werde den Ton abdrehen das nächste Mal, wenn ich mich kreuzbar wir können ja über die Projekte, die vielleicht dann auch im Anschluss nochmal reden oder ein bisschen brainstormen, weil das ja vielleicht auch das Spannende ist, so in der kompletten Runde hier. Ich mache vielleicht die Folien noch kurz weiter oder fertig, damit dann auch vielleicht ein bisschen Ideen auch kommen. Das sind so Genau. jetzt die Plattformen hier. Wir sollten das aber nicht außer Acht lassen, dass wir dann üben, kann man tatsächlich einen Kindergarten über Crowdfunding finanzieren, ja? Und unter welchen Umständen könnte das möglich sein? Genau, beziehungsweise vielleicht auch zur Schule habe ich da auch noch eine Idee oder ein Beispiel vielleicht. Mhm, sehr Aber gut. ja, also das sind so die Plattformen, die in Österreich beziehungsweise aus Österreich nutzbar sind. Und man sieht hier, ja, das sind schon um die 20, die unteren vier, also Kickstarter, Indiegogo oder fünf sind das, We Make It Start Next und Vision Bakery sind internationale beziehungsweise deutsche Plattformen, die aber auch aus Österreich nutzbar sind. Und man sieht vielleicht hier nicht auf den ersten Blick, aber es sind sehr viele, die eben dieses Crowd-Investing verfolgen. Also Green Rocket, Home Rocket, Fernirent, Dagobert, Invest Conda, was ist da? Also sehr viele auf dieser Folie sind sozusagen für Startup-Finanzierung oder Unternehmensfinanzierung. Da sind auch die
Projektsummen ein bisschen höher. Da geht es dann schon mal um 100.000, 250.000 oder 500.000 Euro. In diesem kleineren, ich sage jetzt bewusst auch kleineren Bereich der eher sozial angehauchten Projekte, bewegt man sich da bei 5.000 Euro, 10.000 Euro Summen, vielleicht mal 25.000, aber so das höchste auch bei so produktorientierten Crowdfunding-Projekten ist im deutschsprachigen Raum nach wie vor so bis 50.000. Es sei denn, man geht gleich international, dann schafft man natürlich auch mal 400.000, 500.000, 600.000 Euro oder Dollar. Aber man sieht, da ist eine Vielfalt auch da, vielleicht herauszuheben, hier Miteinander für Vorarlberg, das ist eben so eine Regional-Crowdfunding-Plattform, wo kleinere regionale Projekte, auch zum Teil soziale und auch zum Teil aus dem Kinderbildungsumfeld zu finden sind, eben aber nur für Vorarlberg. Und das Projekt, das David schon angesprochen hat, wo wir zusammenarbeiten, ist, wir bewegen eine, wenn man so will, ein Metaportal, wo für eine Region in Oberösterreich hier Crowdfunding-Projekte, wo wir so quasi ein Schaufenster bieten für Crowdfunding-Projekte, die auf unterschiedlichen Plattformen laufen. Wie man so eine Plattform auswählt, da gibt es verschiedene Merkmale, sage ich jetzt mal, oder verschiedene Gründe. Kann das sein, dass ich jetzt stehe irgendwie? Ich hoffe nicht. Okay, David ist eingefroren. Okay, David ist ausgefallen, ich offensichtlich nicht. Dann werde ich einfach weitersprechen und hoffe, dass David wieder reinkommt. Es gibt unterschiedliche Gründe oder unterschiedliche Punkte, wie man so eine Crowdfunding-Plattform auswählt. Das eine ist natürlich das Modell, also eines von diesen vier Modellen, das ich vorhin erwähnt habe. Das ist normal ausschlaggebend. Also wenn ich eher was Produktlastiges habe, kann auch Kinderspielzeug zum Beispiel sein, dann werde ich wohl so ein Belohnungs-Crowdfunding starten. Wenn ich eher ein gemeinnütziger Verein bin, dann bin ich sehr häufig im spendenbasierten Crowdfunding aufgehoben. Wenn ich aber Beteiligungen an der Firma oder wirklich ein Darlehen für meine Firma suche, dann bin ich eher im Beteiligungs- und Darlehensmodell. Also das ist da ganz wichtig. Und nebenbei gibt es halt noch andere Punkte, die da eine Rolle spielen, unter anderem das Payment-System, also wie kann ich bezahlen auf so einer Crowdfunding-Plattform, und das ist nicht unwesentlich, weil gerade in Österreich und in Deutschland elektronische Bezahlmethoden wie PayPal und Co. nach wie vor nicht so verbreitet sind, oder sagen wir es mal so, in manchen Branchen, beziehungsweise bei manchen, in manchen Zielgruppen, wenn man es so will, noch nicht so verbreitet sind, und das muss man sich natürlich vorher auch anschauen. Und diese Crowdfunding-Plattformen kosten auch immer ein bisschen was, und meistens geht es da um Provisionen, wenn das Projekt erfolgreich ist. Das heißt, wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe, fließen bis zu 10% an Crowdfunding-Plattformen. Ansonsten geht es natürlich um die Funktionalitäten, die Community, wie groß ist die Community, die Sprache oder auch Mehrsprachigkeit und natürlich auch das Bauchgefühl, das Design, die Usability, die Nutzbarkeit. Laurent, würde sich noch interessieren, für 1000 mal 1000, kann man dazu irgendwas sagen? Oder Laurent, kannst du ein bisschen spezifizieren, was dich besonders interessieren würde? Wer tippt? Kann was dazu sagen, aber wenn es noch detaillierter geht, ist es natürlich besser. Wie groß ist die Plattform, oder? Also 1000 mal 1000 ist quasi, wenn man so will, der Pionier in Österreich, die eigentlich fast zeitgleich mit Respektnet auch begonnen haben, ich glaube auch 2010. Und die sozusagen Crowdsourcing auch in Österreich begonnen haben, und das noch vor dem Crowdfunding. Und kommen, also Reinhard Wilfort und sein Team sozusagen, die kommen aus dem Innovationsbereich eher und aus dem universitären Bereich auch, und haben begonnen mit einer Crowdsourcing-Plattform, mit Neurovation.at oder Neurovation.at, Ideen weiterzuentwickeln in der Crowd, in einem abgeschlossenen System. Und irgendwann kam es halt zu dem Punkt, dass diese Ideen auch ein bisschen größer wurden und da mal ein Business draus entstand, und da kam dann auch halt 1000 mal 1000 dazu. Die Plattform läuft noch immer, und
sucht sich aber, so, wenn man so will, jetzt vereinzelte Projekte raus und arbeitet sehr stark so im White Label Umfeld. Das heißt, sie geben ihre Plattform anderen Unternehmen, stellen die Technologie zur Verfügung und die machen dann die eigenen Projekte oder Plattformen draus, beziehungsweise eben kombiniert mit Crowdsourcing und Crowdfunding. Also So. der Eindruck täuscht nicht, dass es jetzt dort ein bisschen ruhig zugeht. Aber es sind immer wieder auch spannende Projekte drauf. Also gerade letztes Jahr war eines der größten österreichischen Projekte auf 1000 mal 1000 mit Simon, so einem Solarpanel für den Balkon von Ökostrom, wo über 540.000 Euro, glaube ich, irgendwie da reinkamen. Also schon relativ große Sachen auch, aber eben vielleicht nicht so regelmäßig, wie es bei den anderen Plattformen der Fall ist. Aber kann man sich jetzt nicht unbedingt vorstellen für Familienprojekte? Ja, also 1000 mal 1000 ist grundsätzlich von der ursprünglichen Ausrichtung in Richtung Crowd Investing unterwegs. Aber auch da sind sie sehr flexibel. Eben dieses Modell, also dieses Simon-Projekt war ein Reward-based, also ein Belohnungsmodell mit Vorverkauf. Deswegen, also ich glaube, sie konzentrieren sich da eher auf diese Dinge, wenn es ein spannendes Projekt ist, egal in welche Form des Crowdfundings geht, kann man mit ihnen darüber sprechen. Vielleicht auch in diesem thematischen Schwerpunkt hier auch noch herauszuheben ist, die Plattform startet ein Projekt von der Erste Bank, die ein Projekt haben zum Thema, also innerhalb der Erste Bank gibt es ein Projekt zum Thema Financial Literacy, also Auseinandersetzung mit finanziellen Themen sozusagen. Und eines ist eben, also vor allem für Jugendliche und Schüler, Schülerinnen. Die beschäftigen sich unter anderem auch mit Gründung und wie plant man Projekte und so weiter. Und ein Unterpunkt ist hier, das startet ein Projekt, die Plattform, wo Schülerinnen und Maturantinnen von berufsbildenden Schulen ihre Projekte finanzieren können. Und gleichzeitig auch noch ein bisschen eben dieses Projektmanagement hier mit reinnehmen. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt schon österreichweit, die Schulen jetzt schon österreichweit hier involviert sind, aber auf jeden Fall immer wieder coole Projekte auch dabei. Ich glaube, das Problem an dieser Stelle ist aber, wenn es sich um ein Projekt handelt, dass das Doppelbelastung halt ist, weil einerseits sozusagen das Crowdfunding läuft und gleichzeitig aber das Projekt an sich natürlich auch abgeschlossen werden muss. Und das ist so ein bisschen schwierig, glaube ich, aber gleichzeitig lernen die Kinder da oder die Jugendlichen da sehr viel dabei. Ja, ansonsten, wenn es dann noch Fragen gibt, speziellere zu den Plattformen, dann natürlich sehr gut, sehr, sehr gerne dann noch Fragen. Ich habe jetzt noch ein paar Beispiele, um das noch ein bisschen auch am Thema Familie, Kinder, Eltern irgendwie ein bisschen fest oder genauer zu erklären. Ein häufiger Grund sozusagen, warum jemand oder eine häufige Projekt ist, ein Vater oder eine Mutter hat eine Idee für ein Kinderbuch und über Crowdfunding wird das quasi finanziert oder ein Teil finanziert und auch gleich verkauft. Das heißt, man macht nicht nur ein Buch, tut sich diese ganze Arbeit nicht an, um ein Buch für sein Kind oder seine Kinder zu machen, sondern wenn man schon Illustratoren sucht und einen Verlag oder eine Druckerei oder was auch immer, ein Lektorat und so weiter, dann macht man halt gleich mehrere Stück und verkauft die über Crowdfunding, wenn man so will, vor, beziehungsweise sucht Menschen, die einem auch dabei helfen. Also auch dieser Crowdsourcing-Gedanke kommt hier sehr oft wieder zum Tragen, was ich dann gut finde und was ich sehr häufig auch vermisse, weil jetzt es sehr, sehr oft schon wirklich um den reinen Verkauf von Dingen geht, von Produkten geht und weniger noch dieses Feedback, das man kriegt eigentlich im Crowdfunding oder wirklich auch Kooperationen anbahnen und so weiter. Das ist doch sehr, sehr eine feine Sache. Und das geht halt im Kleinen sicher da ganz gut. Ein Beispiel ist hier Kochgeschichten, wo das ist sozusagen ein Jungväterkochbuch, das auf Makeit letztes Jahr oder letztes Jahr finanziert worden ist und eine sehr nette Geschichte war, die auch erfolgreich abgeschlossen worden ist. Man sieht hier, 109 Leute haben sich da eine Belohnung ausgesucht. Das muss nicht unbedingt das fertige
Projekt sein, Produkt sein, sondern auch es gibt da verschiedene Staffelungen. Also ab 10 Euro bekommt man das, ab 20 Euro die elektronische Version, ab 50 Euro das gedruckt und so weiter. Das staffelt sich so nach oben. Ein anderes Beispiel hier ist quasi eine App zu einem Kinderbuch, also die multimediale Version eines Kinderbuchs zum Beispiel. Hier Metamorphos von einem deutschen Team aus Dresden war das auch erfolgreich, auch Startnext, also Kinderbücher, gerade wenn man auf Startnext und Makekit durchsucht und Kinderbuch oben in die Suche eingibt, da kommen unzählige Projekte, könnt ihr ja mal stöbern und vielleicht auch mal unterstützen, dann seht ihr auch gleich, wie dieser Prozess ist des Unterstützens, falls ihr noch kein Crowdfunding supportet habt oder auch hier Gabriel und die frechen Affen. Also man sieht hier, die Summen, die da erreicht werden, liegen bei 2000, ich glaube hier waren es 16.000 und da 8.000, also so für manche ist es viel, für andere Projekte sozusagen ist es wenig, aber da kommt schon was zusammen und es funktioniert. Dann gibt es Das heißt, natürlich. um auch noch mal kurz zurückzukommen jetzt auf die Beispiele. Also das heißt, der Spielplatz oder die Spielplatzerweiterung, die könnte sich ja in so einem Rahmen auch von ein paar tausend Euro bewegen. Genau. Ja, aber ich denke mir, Kindergarten, und das ist auch vorhin eingeworfen worden, der kann auch Hunderttausende von Euros kosten. Ja. Ja. Ich meine, da ist die Frage, was ist das Projekt? Ist das Projekt ich will einen Kindergarten machen, ja, also sozusagen das Komplettpaket, dann ist Crowdfunding definitiv, also meiner Meinung nach definitiv nur ein Baustein, ja. Ein Finanzierungsbaustein. Also da muss es dann schon auch noch andere Finanzierungsmöglichkeiten geben, also ob öffentlich oder aus privater Hand, Elternvereine, was auch immer. Und natürlich könnte theoretisch auch über Crowdfunding eine größere Summe für so ein Projekt eingeworben werden, aber ich gehe jetzt davon aus, dass so ein Kindergarten natürlich sehr regional ist und im regionalen Umfeld muss man dann geht man dann natürlich sehr stark in Richtung wahrscheinlich auch Sponsoring. Auch das ist über Crowdfunding abbildbar, aber man muss quasi Firmen oder größere Mäzene oder so finden, die größere Beträge beisteuern und dann könnte das schon funktionieren. Ja, ich kenne auch Leute, die das in Österreich schon mal angedacht haben. Ich weiß nicht, ob sie es dann durchgeführt haben. Ja, Waldorfschule und so weiter, solche Projekte. Ja. Ja, also man könnte sich vielleicht vorstellen, irgendwie die erste Vorstudie oder so dazu zu Das, machen also oder die vielleicht. ersten Entwürfe. Genau, also alles, was je kleinteiliger, je mehr man ein großes Projekt zu kleineren Unterprojekten aufteilen kann und ein Teil mal finanziert über Crowdfunding, desto besser ist es, ja. Also über alle Bereiche eigentlich hinweg, weil eben es geht ja auch ein bisschen darum, diese Crowd aufzubauen, ja, die ist ja nicht auf einmal da, ja. Also die Crowd ist jetzt, das sind einfach Menschen, vielleicht noch mal ein bisschen Masse, die aber irgendwann zur Community, zum Netzwerk, zu den Freunden, zu den Eltern, Kollegen, was auch immer wird. Und das geht ja nicht von heute auf morgen. Also das dauert ja im Normalfall ein paar Wochen, ein paar Jahre, Monate, vielleicht auch Jahre. Ich meine, übers Internet möglicherweise schneller, weil sich das schneller verbreiten kann. Aber gerade wenn es regional ist, muss da sehr viel auch im Face-to-Face-Gespräch passieren, Treffen stattfinden und zahlen kann man dann vielleicht online, ja, und die Darstellung ist vielleicht online, aber trotzdem ist sehr viel auch im persönlichen Umfeld zu tun, ja. So eine erste Standardgröße ist vielleicht wenige tausend Euro oder bis es dann mal fünfstellig Also, auch wird. ich meine, wenn ich jetzt sage, ich will einen Kindergarten, ich habe sozusagen vielleicht die Location, das Haus habe ich irgendwo von der Gemeinde oder was auch immer bekomme ich zur Verfügung gestellt, aber ich brauche die erste Ausstattung für diesen Kindergarten, die ersten Spielzeuge, die ersten Möbel, dafür brauche ich 20.000 Euro. Das ist für mich, wäre jetzt für mich ein klassisches Crowdfunding-Projekt. Ja? Das ist durchaus machbar. Ja? Oder Reparatur, also ich habe hier Umgestaltung, Spielplatz Feldkirch zum Beispiel aus so einer Regional-Crowdfunding-Plattform in Deutschland. Die haben eben diesen Spielplatz neu gestaltet und haben sich das via Crowdfunding finanziert, haben dann 9.000 Euro eingesammelt und das sind so die von 78 Personen oder 149 Personen. Ich weiß zwar jetzt da, ich kann die Personen jetzt in dem Fall nicht anklicken, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das
quasi ja, lokale Persönlichkeiten waren oder ob da irgendjemand aus, keine Ahnung, Finnland auch so einen Spielplatz in Deutschland finanziert. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber es könnte natürlich auch sein. Und sowas findet man schon öfter, ja. Laurent wollte nochmal zurück, glaube ich, Bezug nehmend auch auf diese erste Bank, Matura, oder Fachbereichsarbeit, oder wie das heißt, und ob es das jetzt auch für universitäre Arbeiten gibt, dass man sich die über Crowdfunding finanzieren lassen könnte. Oder muss man da auf die üblichen Plattformen gehen, oder kennst du da Beispiele? Zum Teil, ja. Also es universitär, also ich meine Seminararbeit, Diplomarbeit wird schon spannend. Der Seminararbeit ist jetzt vielleicht, ist die Frage erstens, mit wie viel, also was muss ich finanzieren, außer vielleicht Zeit, ne? Außer man hat Aufwände, aber ich kenne da wenige, die jetzt wirklich irgendwie tausende Euro Reisekosten haben, um Interviews zu führen oder so. Das meiste passiert heute ja vielleicht per Skype oder was auch immer. Diplomarbeiten, Doktorarbeiten ist schon häufiger, also gerade wenn es in Richtung Forschung geht, da gab es in Deutschland auch eine Plattform, die hieß Science Data, wo man sich wissenschaftliche Projekte crowdfunden konnte, kann man auch noch immer. Die sind jetzt aber sozusagen, die Plattform ist jetzt eingegliedert auf Startnext, also das ist jetzt ein Bereich einfach Wissenschaft und hat eine eigene Page auch auf Startnext. Und das gibt es schon, wenn es noch hochtechnologischer und wissenschaftlicher geht. Jetzt gerade vor ein paar Tagen ist eine neue Plattform gestartet, Crowd Investing, also wo es um Space, um Raumfahrtprojekte geht, die da Geld suchen. Und also das gibt es natürlich auf jeden Fall. Und es gibt im amerikanischen Raum, in Deutschland und Österreich weiß ich jetzt nicht so ganz, bin ich jetzt nicht 100% sicher, aber im amerikanischen Raum gibt es auf jeden Fall auch was für so universitäre Projekte und wissenschaftliche Arbeiten und so. Ja. Also da gibt es definitiv Plattformen dafür. Es gibt da eben nicht nur diese allgemeinen, sondern auch wirklich branchenspezifische Plattformen. Ja, für Film, für Musik, für Wissenschaft, für Sport, für was auch immer. Und was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, ist, sehr, sehr häufig sehe ich oder immer wieder sehe ich auch so Stipendien für, also ich gehe ins Ausland studieren und finanziere mir dieses Studium über Crowdfunding und macht dafür einen Bericht meines Aufenthalts oder ein E-Book dazu oder was auch immer. Ja. Ist das soweit beantwortet? Ich glaube schon, oder? Ich denke schon, ja. Also ich kann auch gern später nochmal vielleicht eine Liste schicken, auch wo viele dieser Plattformen drauf sind, beziehungsweise auf meiner Website findet man auch einige, die so in Österreich und Deutschland aktiv sind. Und da gibt es immer wieder auch ja, neue, die da dazukommen und kann auch gerne noch was liefern. Ja, gutes Thema, Laurent. Okay, was hast du uns noch mitgebracht? Vielleicht an Beispielen auch. Ja, also da sieht man jetzt ein Projekt von der Plattform Es geht. Das geht in Richtung Soziales trifft Familie und in dem Fall erkrankte Kinder, wo Erholung geboten werden soll und das auch erfolgreich gefundet worden ist. Was haben die bekommen zum Beispiel? Das habe ich jetzt nicht im Kopf, wie viel das war. Vielleicht könnt Ich ihr kann es googeln. Ich schaue es mal nach und du kannst schon weitergehen. hier nicht zu einem Leerlauf, du suchst es. Aber es geht auch hier, glaube ich, wieder, wenn ich mich recht erinnern kann, 27.000 Euro oder so. Dann gibt es natürlich so Projekte, die für Kinder sind, also sehr häufig halt Produkte für Kinder. Eine Firma, die David ihr auch ganz gut kennt, ist EOVision aus Salzburg, die eben vor ein paar Jahren, wo ich auch involviert war als Crowdfunding-Berater, so ein Magnetspielbuch erfunden und dann eben über Crowdfunding, wenn man so will, getestet, die Idee getestet haben, ob das auch zu dem Preis und zu dem, wie es aussieht und das Produkt an sich, ob das funktioniert. Das hieß oder das heißt One Earth Kids. Das Team macht grundsätzlich, ist beschäftigt mit Satellitenaufnahmen von der Erde, auch für den Schulbereich und so und haben sich dann gedacht, die Erde ist so umfangreich, dass dieses ganze Wissen,
Kinder sind da sehr neugierig und wollen lernen, woher welche Produkte kommen, wie das zustande kommt und so weiter. Und haben dann so ein Aufklapp, ich habe das sogar hier, ich kann das auch holen, ein aufklappbares Magnetspielbuch erfunden und produziert. Und da gibt es 150 Themenmagnete, die kann man auf der Erde verteilen und so ein Booklet dazu, wo dann zu jedem Thema was drinnen steht. Zum Thema Fair Trade zum Beispiel oder natürlich auch zu Krieg. Die einzelnen Länder sind erklärt, die Wahrzeichen aus Ländern und so weiter. Und immer wenn meine Kinder hier bei mir im Büro sind, dann legen sie sich dieses Buch auf und die Magnete drauf. Und das funktioniert ganz gut. Und ich glaube, sie haben jetzt ein zweites auch schon gemacht zum Thema. Eine wichtige Idee war dabei, auch bevor das Buch produziert worden ist, haben Sie eigentlich schon einen Teil der Auflage dann verkauft gehabt Genau, über also im dieses Grunde Wort. war Crowdfunding so ein bisschen Abschätzung, funktioniert es? Zahlen die Leute das auch, also den Preis, den wir einkalkuliert haben, weil das natürlich auch was kostet. Und gleichzeitig wiederum die ersten Kunden, die dann erste Testimonials, wie man so schön sagt, sind, also sprich Zitategeber, die dann gesagt haben, super Buch, also alles, was dann wieder für Werbung und Marketing verwendet werden kann. Und gleichzeitig haben sie eben auch so ein bisschen Crowdsourcing gemacht und auf Facebook in dem Fall, glaube ich, gefragt, was soll auf diesem Magneten sein? Was ist zum Beispiel typisch für Österreich? Was ist typisch für Deutschland? Was ist typisch, also für die einzelnen Länder? Ja. Und das ist eigentlich, hat ganz gut funktioniert. Und auch über diese Idee auch ein bisschen Facebook-Community aufgebaut. Ja. Also auch das spielt dann eine Rolle, so also quasi indirekt die Crowd nochmal mit aufbauen. Ja. Und da gibt es natürlich viele Beispiele, ein bisschen größerer Stil mit so 250.000 € oder 246.000 € war auch Vorverkauf. So eine Art, also Robo Wunderkind, auch ein österreichisches Unternehmen, die quasi Bausteine und Roboter zum selber bauen für Kinder entwickelt haben und letztes Jahr Crowdfunding damit betrieben haben und jetzt mittlerweile alle möglichen Awards abräumen für diese Idee und für die Umsetzung und das kommt jetzt aber erst so wirklich als Produkt in die Läden und in den Vertrieb. Und ganz ähnlich, weil ich mich da auch jetzt noch ein bisschen als Berater für Presse noch eingestiegen bin, ein Projekt, das in 2, 3 Wochen startet, das Bionic Toys sich nennt, wo es quasi darum geht, bewegliche Teile, die mit Lego gekoppelt werden können, kommen da auf den Markt und das ist ein deutsches Projekt, aber auch ganz cool eigentlich, ja, sozusagen Weiterentwicklung von Lego. Und da tue sich also sehr viel in diesem Produktumfeld, ja, also da geht es dann sehr stark, da ist dann sehr stark produktorientiert für Kinder oder auch natürlich Erwachsene, die noch gerne spielen. Und dann geht es natürlich sehr häufig auch noch in den Projekten um. Ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne Bildung, ja. Eben da würde ich jetzt auch sowas wie vielleicht Kindergartenprojekte dazu zählen, wenn es jetzt inhaltliche, pädagogische Ideen sind, die da crowdgefundet werden sollen oder müssen vielleicht sogar. Oder auch hier dieses Projekt Primus. Da geht es um das Thema Inklusion in der Schule und auch da gab es dann schon mal einen Film davor und diese Schule hat dann nochmal, Deutschland ist ein deutsches Projekt in dem Fall, muss ich nur dazu sagen, genau. Diese Grundschule Bergfidel hat da hier zum Teil die Personalaufstockung und dieses Konzept, dass die Inklusion hier in die Schule gebracht wird, auch zum Teil über Crowdfunding finanziert. Ich glaube nicht nur, aber unter anderem Crowdfunding finanziert. Interessanterweise hat das auch in ganz Deutschland und sogar über Deutschland hinaus ein bisschen Wellen geschlagen. Oder ist bekannt geworden, über dieses Crowdfunding-Projekt hat man von dieser Schule erfahren und wie die das machen und so weiter. Also auch da wieder dieser Mehrwert von Crowdfunding, dass da Aufmerksamkeit und auch Presse und so weiter die dann eine Rolle spielen. Ähnlich interessant auch natürlich der Schulbuch Omad, ein österreichisches Projekt, wo es darum ging, Open Knowledge oder Open Education sozusagen über Crowdfunding zu finanzieren, also sprich ein offenes Schulbuch zu machen. Diese Plattform ist Startnext gerade, weil da gerade gefragt wurde. Und auch das hat funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das funktioniert hat, also ob das Projekt sehr, sehr schnell finanziert worden ist oder nicht, aber solche Projekte finde ich sehr spannend, weil sie eben
Das Thema Open, also Openness, also Offenheit von Wissen, eben in dem Fall in Education. Ich glaube, da ging es um ein Biologiebuch sozusagen, ein Biologiebuch, das sich immer wieder weiterentwickelt, auch über die Open Source Community, über die Crowd sozusagen und gleichzeitig Crowdfunding als auch so ein bisschen offener Ansatz, weil man ja sehr transparent umgeht mit dem, was man da vorhat, weil wie das kombiniert worden ist und das fand ich an dem Projekt sehr gut. Also, die Primus-Schule, das war auf visionbakery.com. Vision Bakery. Und ich bin gleich durch mit den Folien, weil die Zeit ja vorangeschritten ist. Mein Cousin und seine Frau leiten in Oberösterreich haben eine Lehrlingsausbildungsunternehmen, wo es darum geht, nicht nur Lehrlinge mit Know-how auszustatten, sondern auch mit sozusagen sozialen Skills und Kompetenzen. Und diese Vision hat den Coaches, den Trainern dort, den Lehrlingsausbildern so gut gefallen und auch den Firmen, wo diese Lehrlinge ausgebildet werden, dass die gesagt haben, eigentlich müsste das schon vor der Lehrlingsausbildung starten. Und sie wollen da jetzt haben da jetzt ein Schulkonzept entwickelt, ein pädagogisches Konzept entwickelt und wollen da jetzt eine Schule drumherum bauen, die Heartbeat-Schule. Und ein Teil auch dieses Konzeptes oder der Finanzierung soll auch Crowdfunding sein, wo wir gerade eben ein bisschen so auch ja, Workshops und Beraten und Konzepten und so weiter, wie das dann funktionieren soll. Also auch das ist natürlich, hier spielt auch Crowdfunding eine große Rolle. Ansonsten, Projekte gibt es noch genug. Wenn wer noch mehr wissen will, kann man auf meiner Website sich umsehen auf crowdfunding-service.com. Beziehungsweise die Tipps, die gehe ich jetzt nicht mehr durch, nur wenn es gefragt wird, aber und es gibt auch noch einen Artikel dazu, schon auf Digi4 Family von mir, ein Blogartikel, wo diese Beispiele, die meisten, glaube ich, auch schon verlinkt sind, nicht alle, aber einige, die ich hier genannt habe. Und ansonsten sage ich mal danke und wenn es noch Fragen gibt, bitte gerne. Beziehungsweise eben nochmal vielleicht schon vorhin noch die Fragen nochmal aufgreifen. Ob es ein gedrucktes Handout gibt, Laurent? Nein, es gibt ein Online-Handout, wenn du willst. Also ich kann die Folien gern online stellen und dann könnt ihr alle die downloaden. Da muss ich aufpassen. David, man hört dich nicht. Weil ich schon wieder mein Mikro ausgeschaltet habe. Nein, dein Beitrag ist auch im E-Book enthalten, dass es auch als Printfassung gibt. Und da kann ich auch nochmal den Link reinstellen. PDF ist kein Problem. Kann ich dir auch gerne schicken, beziehungsweise David dann an alle, die hier teilgenommen Mal schauen, die Seite öffnet gerade nicht. Doch, da ist sie. Hier kann man das E-Book nachschauen. haben. Gibt es noch irgendwie Fragen zu oder konkrete Projektideen, wo man vielleicht auch schon mal diskutieren könnte? Ich weiß nicht, kann man die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sogar zuschalten mit Video oder Ton oder ist das jetzt eher schwierig, David? Wer will, darf sprechen und alles, ja. Okay, ja, das findet voll genial. Das ist gut. Auch die hat mit Schule als Beispiel. Ja, ich glaube, wir kommen dann langsam zum Schluss der Geschichte. Vielleicht, Wolfgang, noch irgendwie deine Einschätzung. Ich meine, okay, du bist ein bisschen balanced, musst du sein, ja. Weil Crowdfunding ist jetzt nun deine Expertise und ein Großteil deines Einkommens hängt irgendwie davon ab, dass du dort berätst. Aber wie glaubst du, entwickelt sich überhaupt dieser Crowdfunding-Sektor? Ich meine, ja, jetzt haben wir das ungefähr mal 6, 7 Jahre doch mit großen Hoffnungen. Erstmal haben sich die Hoffnungen erfüllt, wenn man ja aus der Sicht vielleicht von 2011 oder 12. Und wie glaubst du, schaut das Ganze 2020 aus? Also das ist noch sehr weit weg, aber da wird, ja, sehr weit, 4 Jahre, aber da wird sich schon noch einiges tun, ja. Also einerseits wird sich der
wenn man jetzt will, dieser Plattformenmarkt, der wird sich nach wie vor, also hat sich schon bereinigt, aber es kommen immer wieder neue dazu, aber er wird sich nach wie vor auch, glaube ich, nochmal bereinigen, weil gerade wenn es immer wieder das gleiche Modell ist, ohne großes Unterscheidungsmerkmal zu den schon bestehenden Plattformen, aber nur ein neues Land gebracht oder was auch immer, ich weiß nicht, ob sich das ewig so weiterführen lässt, weil im Grunde wirklich fast jede Plattform sieht gleich aus. Also jetzt von der Struktur, von der Navigationsstruktur sieht gleich aus, hat die gleichen Kategorien und so weiter. Also warum dann noch 10 neue erfinden, ja? Aber jetzt Aber so vom Umfang insgesamt, von den Summen, die über Crowdfunding irgendwie eingespielt werden können. Aber gleichzeitig natürlich auch der Mitbewerb, gleichzeitig natürlich, also es werden auch immer mehr Projekte, man erwartet sich auch immer mehr, die User, wenn man so will, jetzt die Kundinnen, die Unterstützerinnen, die Investorinnen, wie soll ich sagen, lernen ja mit dem Internet auch mit. Also jetzt nicht, das betrifft ja nicht nur Crowdfunding, sondern man hat ja Erwartungshaltungen, wenn man online irgendwo auf eine Webseite geht. Also jetzt hier Webinar-Szenario zum Beispiel ist ja, man erwartet sich ja etwas hier, ja. Sprich Wissensweitergabe, es muss eine gute Qualität sein, Bild und Ton, man muss interaktiv chatten können und teilnehmen können. Wenn es das alles nicht gibt, dann ist man ja wieder weg. Das gleiche ist beim Crowdfunding auch. Das heißt, wenn ich hier natürlich mir erwarte, ich weiß nicht, ich komme über einen Link, ein Link verspricht mir ein cooles Produkt und ich komme dann auf die Crowdfunding-Plattform und das Video ist halt extrem schlecht und man versteht und es sind Bilder dabei, dann werde ich da auch nicht zuschlagen, sage ich jetzt mal. Und dem gegenüber steht aber natürlich ein gewisse, wie soll ich sagen, gewisse, ich glaube, irgendwann, wenn es zu viel wird, wird man auch, reduziert man auch wieder und wird auch wieder ein bisschen einfacher. Und ich glaube, das wird uns auch demnächst wieder mal blühen, dass man irgendwie von der Qualität her oder von diesem Marketing-Gedanken her schon wieder auf der Spitze ist und dann wieder einen Schritt zurückgeht. Und da gibt es eben auch schon einige Ansätze, eben Patreon zum Beispiel, aber auch andere. Ja. Und ja, und ich glaube, und die Summen werden natürlich höher, aber gerade im Crowd-Investing wird man sich halt jetzt anschauen, was ist mit Unternehmen auch, das sind ja sehr oft Startups und überleben die auch und haben die erste Erfolge und es gibt ja auch schon erste Insolvenzen, die sozusagen, wo Firmen im Crowdfunding sehr erfolgreich waren und ich weiß nicht, 500.000 Euro eingesammelt haben, aber 2 Jahre danach insolvent sind und halt die Business-Idee an sich nicht funktioniert hat und das ist natürlich, da muss man sich noch anschauen. Und das Thema, wo wir zwei gerade ja auch ein bisschen drinnen sind, so regionales Funding, das halte ich auch gerade für sehr wichtig, weil es ist es jahrelang darum gegangen, quasi zu expandieren, Cross-Border-Projekte zu machen, also sprich über Ländergrenzen hinaus, Internationalisierung und so weiter. Aber eigentlich wird sehr häufig auch Geld im Kleinen gebraucht, ja. Nicht nur für Gründungsförderung, sondern gerade auch im sozialen oder im ländlichen Raum und so weiter. Und das finde ich sehr spannend. Und da sind ja auch die Voraussetzungen der Kommunikation dann auch nochmal viel interessanter, ja. Und das kann ja wieder dann, um nochmal zurückzukommen, Spielplatz oder Kindergarten Genau. oder ähnliches auch sein. Gut, vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank alle fürs mit dabei sein. Es geht weiter. Ja, nächste Woche schon. Haben wir mal genannt, digitaler Elternabend, Kooperation mit Schauhin. Und es geht um, ja, Kleinkinder, die digitale Medien nutzen. Super. Gut, super. Danke, schönen Abend allerseits und bald eine gute Nacht. Gute Nacht.